Hi Leute und schön, dass ihr wieder in meinen Kanal reinschaut. Es ist Campus-Tütenzeit, ein neues Semester hat begonnen und man kann sich wieder die Campus-Tüte mit neuem Inhalt bestellen. Gleich vorweg, Campus-Tüte und die andere Tüte, Unicum-Tüte, die kann sich jeder bestellen, auch wer kein Student ist. Keine Sorge, ihr dürft es bestellen, denn ihr könnt da zum Beispiel bei der Campus-Tüte noch andere Sachen mitbestellen. Die Campus-Tüte ist für euch gratis. Ihr müsst nur den Versand bezahlen und der ist halt ein bisschen teurer geworden, nämlich für 10 Euro, also besser gesagt 9,95 müsst ihr dafür zahlen. Und meistens sind da Dinge drin, die über dem Wert sind. Also ihr kriegt für die 10 Euro auf jeden Fall euer Zeug. Kommt darauf an, was könnt ihr davon brauchen und was nicht. Es gibt da so ein Beispielfoto auf der Campus-Tüte. Was könnte drin sein, ist von Standort zu Standort unterschiedlich. Bei mir war es immer so, dass genau Ausganger ist und in die Gruppen meistens dann die Fotos geteilt werden. Dann könnt ihr selber schauen, ist es was für euch und nicht. Was mir jetzt hier bei dieser Campus-Tüte auffällt, das ist die Friends Edition. Da sind immer zwei Tüten drin. Sie riecht jetzt schon extrem süßlich, so Energy-Drink-mäßig. Ich hoffe nicht, dass da was kaputt gegangen ist, aber sonst wäre hier alles nass. Wir packen jetzt die mal aus. Ah, ich kann mir schon denken, was es ist. Seht ihr, was ich da sehe? Ein Billu Duschgel. Und wir hatten ja dieses Schaumdusch immer dabei. Oh ja, das ist es. Und die riechen ziemlich süßlich. Es kann jetzt nicht jeder ab. Da müsst ihr schauen. Also so wie das ausschaut, ist es für mich Marshmallows. Chewy Sweets made with love and passion. Außergewöhnlich dürftet ihr euch den ganzen Tag versüßen. Chewy Cheats duftet lecker himbeerig nach kunterbunten, soften Lieblingssüßigkeiten. Himbeere. Ah ja, okay, das kann schon hinhauen. Das riecht schon gut. Wenn man Himbeerfan ist, eigentlich mag ich Himbeere nicht so. Was haben wir da drin? Wir haben eine Probe Repair Deep Conditioner von Syos. Dann haben wir hier einen pflanzlichen Schokopudding. Schauen wir mal, ich glaube, ich habe Lafit schon mal ausprobiert, war gar nicht mal so schlecht. So, dann haben wir ein, so wie es ausschaut, ein Kondömchen. Können wir auch gebrauchen für Jungspund. Dann haben wir was Schönes, einen Magneten. Wenn Studierendenfutter nicht immer nur aus Rosinen und Nüssen bestehen soll, da bei Kauf da. Coole Idee, kann man super an den Kühlschrank pinnen. Dann haben wir hier eine Creme-Maske. So wie es ausschaut, wird sie schwarz. Verfeinerte Bohren klärt intensiv und besänftig. Ich glaube, das hat um die 70 Cent kostet es immer. Also das ist auf jeden Fall teuriger. Oh! Ja, cool. Ein Just Spices Gewürz. Also die, wie habe ich letztes Mal gesehen? So 5 bis 7 Euro kostet so ein Döschen. Also Leute, dann habt ihr nämlich schon mit 10 Euro das mit dem gleich schon den Preis drin von den Versandkosten. Ich mache es jetzt nicht auf, weil das ist sowieso hier. Seht ihr, zu, dass nichts rausfällt. Avocado Topping. Ich glaube, da habe ich schon mal so eins, aber von einer anderen Firma. Gut. Cool. Dann haben wir hier, oh ja, das rentiert sich wirklich, das altbewährte Bierchen. Da habe ich jetzt momentan immer ein Problem, dass ich die Flasche loswerde. Kaufland, glaube ich, nimmt's. Dann haben wir drin einmal Foodie von Ermann. Ein Foodie ist eine Mahlzeit. Pistachio-Style. Oh, cool. Mag Pistazie. Also wenn da steht eine Mahlzeit, dann soll man sie nicht als Zwischenmahlzeit nehmen? Also es riecht schon extrem, das da. Ja, dann haben wir einen Red Bull. Oh, oh, der hat hier schon eine Delle. Da muss man aufpassen. Ich bin immer der Garant dafür, dass ich tue es in den Kofferraum und passe nicht auf. Und schon ist mir das schon öfters mal passiert. Oder es fällt auf den Boden, auf den Schotter. Keine gute Idee, spritzt euch alles raus. Also haben wir Red Bull. Sagen wir mal, der hat schon 1,40. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist ein Traubenzucker. Ja, steht da drauf, Traubenzucker. Dann haben wir hier einen Haferriegel, Haselnuss. Dann haben wir, das ist meistens im Wintersemester, Ovomaltine. Da freuen sich meine Kids, weil die wollen ja immer Ovomaltine. Oh, machen wir das jetzt nicht mehr runter. Wir haben hier einen Sofortrabatt. Ich habe immer das Problem, ich finde die bei uns nie. Und wenn, dann sind sie ausverkauft. Also auf jeden Fall Sofortrabatt, der ist wieder ein bisschen länger haltbar. Dann haben wir was ganz Tolles. Ovomaltine, der Klassiker mit Kakao und Malz.
Das ist die Dose, Kaberpulver, einfach in die Milch und gut ist. Finde ich super. Wir haben einen mit den Crunchy Cup letztes Mal. Da steht sogar, gewinne deinen gesamten Einkauf. Naja, man hat es ja nicht gekauft, nur in Campus-Tüten. Wäre eh bloß gegangen bis 31.07. Also seht ihr es, die sind schon ein bisschen älter. Hier steht es auch drauf, 3.2025. Also nicht hier steht es nicht drauf. Das ist ja natürlich nur haltbar bis 25. Haben wir hier auch ein 7.24. Gut. 27.12.23. Jemand hat behauptet, die wären abgelaufen, die Sachen. Dabei stimmt das ja gar nicht. Da hat es wahrscheinlich mit einer anderen Tüte verwechselt. So, das war jetzt das große Zeug. Dann haben wir hier Haufen, Gutscheine, alles für Studenten, was ich jetzt persönlich nicht brauche. Dann haben wir hier auch noch sowas von diesem Bier. Hier haben wir auch sehr viele Sachen, Semesterticket, Nervennahrung, irgendwas 2 für 1 zum Essen. Deine kostenlose Ausgabe kann man hier bekommen für Campus. Dann haben wir hier auch wieder was fürs Klettern. Da haben wir das Akrobräu. Dann haben wir hier auch wieder Spiegel. Kriegt man günstiger als Student. Dann haben wir hier drin Mensa, Skippen, Fritten, Tippen. Hans im Glück gibt's was. Schauen wir mal. Vielleicht kriege ich den auch noch. Bei uns, glaube ich, in der Nähe gibt es so einen. Dann haben wir hier Flink. Das brauche ich nicht. Funktioniert bei uns zu Hause nicht. Gibt's nicht. Dann habe ich gerade gesehen, wir haben dann wieder hier das Münchner Kammerorchester. Dann haben wir hier was von DHL, Studentenjobs. Hilfst du mir? Kannst Lehrkraft werden als Nachhilfelehrer. Dann haben wir drin Pflaume. Kenne ich noch gar nicht. Messmer Pflaume ist auch neu. Dann habe ich hier was entdeckt. Bin ja gespannt, was das ist. Was Schweres. Das war dann diese eine Tüte schon mal. So, was haben wir denn da Schönes drin? Ach. Dann machen wir lieber auf der anderen Seite auf. Da geht's besser. Ich weiß es. Guckt's mal an. Ich denke mal, das ist eine Powerbank. Ja, 5 Volt in, aber allerdings dieser alte USB-Anschluss. Und der ist ja Gott sei Dank hier dabei. Also hier in, anstecken. Und hier anstecken, dann geht's raus. Die Energie. Steht da dort Input DC 5 Volt 1000 mA, Output DC 5 Volt 1000 mA, Kapazität 2200 mAh. Definitiv eine Powerbank, eine kleine, gar nicht mal schlecht. Für unterwegs, cool. Ist zwar von der Deutschen Post. Cool, kann man öfters mal gebrauchen. Ich persönlich habe mal eine gehabt, die ist aber glaube ich wieder kaputt gegangen. Und meistens geht es ja so aus, dass ich am Auto das einlade. So, dann haben wir die erste Tüte. Dann haben wir die zweite. Also zweite kann man jetzt nicht sagen. Okay, meine zweite ist ein bisschen kaputt. Also man kann jetzt sagen, das lag jetzt mit drin. Gott reises Wasabi Flavor. Da freut sich ein Jüngling bei uns. Dann haben wir das Ganze nochmal und das Ganze nochmal. Sogar dreimal. Gut, die Tüte muss ich jetzt auseinanderklauben, die hat es zerrissen. Wir haben hier drin etwas Tomatenketchup, das Originale von Hella. Also eine kleine Flasche, 300 ml. Dann haben wir wieder ein Bierchen. Dieses Foodie Meal haben wir jetzt nochmal, allerdings in der Variante Coffee Macchiato Style. Wir haben drin nochmal eine Ovomaltine. Nochmal einen Red Bull, Gott sei Dank ohne Riesendelle drin. Dann haben wir hier nochmal einen Pudding, diesmal in der Karamellversion. Ganz unten drin habe ich ein Airwaves gefunden. Entweder war das schon in der anderen Tüte drin oder ist einfach rausgefallen aus der anderen. Lime Ginger. Einen Traubenzucker wieder. Wir haben das Pillow nochmal. Ja, das ist genau dasselbe. Himbeere. Einmal Sayos. Einmal Haferriegel. Dann nochmal die Pflaume. Dann haben wir nochmal das Flink. Das heben wir auf.
Dann habe ich gesehen, schaut's her, wir haben das nochmal. Nochmal eine Powerbank. So, dann haben wir drin nochmal diesen Magneten. Ein Kondümchen. Dann Haufen Werbung. Und in dieser Tüte ist was drin. Und zwar für die Männlichen unter uns. Wir haben hier ein Wilkinson Sword Hydro Rasierer. Die mache ich jetzt nicht auf, dass hygienisch bleibt. Also auf jeden Fall, dieser Rasierer ist drin. Man merkt es mit einmal Aufsatz 5 Klingen. Skin Protector. Den kann ich brauchen. Wir haben ja zwei Jungs zu Hause und wenn die so alt sind, freuen die sich sicherlich drüber, dass sie da einen Rasierer haben zum Ausprobieren. So, okay, ihr seht jetzt nicht sehr viel. Ich werde dann auch nochmal ein schönes Foto machen. Also es ist ein Haufen Zeug dabei. Wenn ich mir jetzt anschaue, hier Red Bull, mindestens 1,30. Wasabi kann ich euch nicht sagen. Diese kleine Oval Martine, denke ich mal, mindestens 3 Euro. Dann haben wir eben dieses Billo, da weiß ich von einem anderen, das kostet ungefähr bis zu 7 Euro. Dann habt ihr noch eine Powerbank drin, dann habt ihr diesmal ein Just Spices drin, wo das auch bis 7 Euro kostet. Also ihr habt auf jeden Fall die Versandkosten wieder drin. Ihr müsst halt für euch entscheiden, ist es euch das wert, dass ihr zum Beispiel das damit drin habt. Ja, es riecht schon sehr nach Himbeer und ob das jeder mag, ist halt jedermanns Geschmack. Ihr habt gesehen, was ungefähr drin ist. Ihr könnt euch jetzt ein Urteil darüber bilden. Das war die Campus-Tüte vom Standort München. Es kann sich ein bisschen unterscheiden bei den verschiedenen Standorten. Schaut doch mal auch in Facebook rein. Da müssten auch einige zu sehen sein, diese Tüten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst, eure Petra.